Versteht ihr, Digga, die Leute sind richtig weird, also wirklich. So weird, die ganzen Menschen hier auf der Welt, Digga, ne? Ich bin bedeckt. GTA 5 war beste Zeit, oder? GTA 5 war unnormal geile Zeit, wirklich. Aber ich muss sagen, von Spielen her, die beste Zeit hatte ich, glaube ich, mit Fortnite. Ja, Fortnite damals, Digga, war geisteskrank. Ich glaube aber, GTA 6 wird Fortnite bei mir ablösen, weil Fortnite, Digga, du bist aufgestanden, du hast nicht mal gegessen, nicht Zähne geputzt, du hast gar nichts gemacht, du hast direkt plötzlich mal Fortnite gespielt. Was denkst du, ist bei mir die beste Zeit? Weiß ich nicht. Am Zocken? Weiß ich echt nicht. MW3. Bei mir war MW3 und dann MW3 ist schon krass. FIFA 20, glaube ich. Ja, FIFA, ja, es gab schon. Ich glaube, FIFA 20. FIFA war auch schon cool, Digga. Es gab richtig coole Tage in FIFA, aber jetzt, Digga, ist Quatsch. Fortnite war krass. Bruder, Fortnite Anfang, Digga. Gottlos. BO2, ne, ja. UFC fühle ich auch nicht so krass, um ehrlich zu sein. Habe ich auch schon versucht, ein paar Mal. Ist nicht so cool. BO2 bin ich auch gar kein Fan von gewesen, um ehrlich zu sein. Boah, so war ich auch mies drin. Ja, geht. Du warst ja im Krankenhaus. Digga, was laberst du? Wo war ich? Krankenhaus. Und du? Der redet einfach. Während ich im Krankenhaus bin, spielst du Warzone. Ganze Zeit habe ich gespielt. Boah, haben wir auch, war ich krass drin, geht geil. Da hat er nur immer, Digga, der ist nur am Nörgeln. Das geht auch geil. Nix passt ihm. Ja, Digga, ich sag doch, was mir nicht passt. Was nix passt dir, nix mal. Doch, nix. GTA 6. It's a big boy thing. Du kannst einmal richtig drin. Digga, GTA 6, ne, das wird ein Hype haben, das hatte noch kein Produkt auf der Welt, glaube ich, ehrlich. Geht's dir gut an der? Glaub mir. Boah, es wird Fortnite nicht toppen. Digga, natürlich. Um was sollen wir wetten? Um was sollen wir wetten? Digga, GTA 6 wird Fortnite toppen. Fortnite gemacht hat. Ja und? GTA 6 wird das toppen. Digga, mich hat auch schon wieder gar Digga, keine Ahnung. Keine Ahnung, weißt du, was Fortnite gemacht Digga, hat? Digga, das ist keine Ahnung, ehrlich. Nicht, Fortnite hat alle Leute. Ja, jetzt ist vorbei. Fortnite egal, ist jetzt am Arsch. Ja, aber wo die Peak an waren, die krass. Aber geht ja nicht mit Peak von den. Niemals. Digga, das Ding ist, du checkst nicht. Viele Leute, die älter geworden sind, die wollen immer noch GTA spielen und die neue Generation ist auch noch da. Genau, sein. Und die kleinen Leute wollen Digga, auch Fortnite. Digga, was stehst du an? Alle wollen Fortnite. Fortnite ist vorbei. Egal. Fortnite zu deinem krass ist einfach unnormal. War krass. GTA 6 wird das toppen. Was geht, Frankie? Und das kostet auch noch Geld und die Leute werden trotzdem kaufen. Digga, Fortnite 70er, zack, die kaufen. Digga, die Leute, wenn GTA 6 rauskommt, Ausnahmezustand. Nein. Was wollen wir wetten? Wir haben die in der ersten Woche verkauft damals, Digga, im GTA 5. Boah, die haben einen Rekord gehabt. Ja, erste Woche, Digga, ist doch was anderes. Nein, es läuft ja immer Fortnite noch. Es läuft immer noch, ne? Es ist immer noch in den Top-Chain Games, die verkauft werden. Ja, GTA 5, okay, aber Digga, Fortnite Prime war nicht mit Verkäufen. Digga, mich ja, das ist das, Digga. Du redest einfach. Ich sag dir, Fortnite war krank. Nein, Fortnite Prime kannst du aber nicht aber GTA 6 Fortnite doppelt ja Mandy. Wie denn? Digga, in allem. In Interaktion. In Interaktion. Die Leute werden so aktiv, wenn wir sehen. Einer bei Fortnite. Keine Ahnung. Einer bei Fortnite. 2 Millionen Zuschauer. Millionen! Okay, wenn keiner mit 2 Millionen. Ja, okay, hier. Digga, die Leute werden krank und durchdrehen, wenn GTA rauskommt. Junge, GTA 6 ist nie. Ich hab keine Ahnung. GTA 6, die ganze Welt wartet nur darauf. Junge. Ich schwöre, die Leute warten auf GTA 6 von allen Spielen. Ja. FIFA, die Leute warten auch drauf. Ich war auf FIFA für einen Monat. Okay, GTA 6 ist ein Spiel für Jahre. Ich war auf FIFA. Digga, du hast keine Ahnung, Alter. Du bist so ein kleiner Junge, Digga. GTA hat noch nie durchgespielt. In deinem Leben. Was redest du überhaupt? Du weißt doch gar nicht, was GTA ist. Weißt du überhaupt, was GTA ist? Okay. Wie heißen die Hauptcharaktere? Sag mal, wie die drei. Ich scheiß auf die. Ja, Maniac. Und die scheißen auf dich. Nein, die scheißen. Du kennst ihren Namen, die scheißen auf dich. Nein, nein, die lieben mich. Glaub mir. Ich warte auf die. Die lieben mich so krass, Digga. Und GTA 6. Ich habe keine Ahnung. Guck, jemand, der auf FIFA wartet, richtig krass. Bruder. Ja, okay, spiel nicht. Ich warte nicht. Nein, nee, okay, spiel nicht. Ich freue mich. Ja, okay, spiele ja, und dann okay. Ist vorbei. Okay, spiel nicht. Bisschen spielen. Spiel bisschen nicht. Ja, so. Spiel nicht. Warte nur auf GTA 6. Spiel nichts mehr. Nein. Digga. Nicht einmal durchspielen. Auch GTA Online war richtig geil, Digga. Mit Freunden GTA Online war unnormal lustig. Ich schwöre, GTA Online war richtig geil. Nee, RP hat so war Spaß besser. Gemacht. RP war besser. Ja, RP ist auch. Digga, stimmt, RP war was auch Digga, was sie aus GTA gemacht haben, Bruder, GTA 6. Das wird noch viel krassere Möglichkeiten haben. Und es ist auch noch auf PS5, Digga. Oh, das wird. Es wird krank. Es kommt in 2 Jahren, glaube ich, raus. Vielleicht kommt Ende des Jahres oder nächsten. Ja, okay, Ende des Jahres, glaube ich. Ja, ich kann GTA durchspielen. Ich glaube, Anfang nächsten Jahres kommt Teaser, Trailer zu GTA. Safe. Anfang nächsten Jahres, Digga. Oder Mitte nächsten Jahres. Bist du GTA 6 Stream, Frank? Oder, Digga, GTA 6. Jeder wird GTA 6 Stream, ich schwöre. Ihr werdet sehen.
Von Zuschauern GTA 6 wird alles toppen. Alles. Du wirst, ihr werdet sehen. 100%. 100%. Junge, 100%. Digga, Michel checkt nicht. Digga, ich sag Michel dir was. Michel checkt nicht, Digga. Fortnite war unnormal. Ah, Digga, ich sag doch, Fortnite war die beste Zeit bei mir. Digga. Nur ein Thema, der Fortnite gespielt hat, hatte 2 Millionen auf Twitch. 2 Millionen. Du wirst sehen, wie Leute auf einmal 100.000 Kein Spiel macht 2 Millionen. Digga, die ganze Kategorie. Ich hatte keine Ahnung. Macht kein Spiel 2 Millionen. Das ist geisteskrank. Digga, das lacht der, Alter. Fortnite war richtig krass, war richtig krass. Ein aber Streamer hatte 2 Millionen Zuschauer. Okay, du wirst sehen, wie viele Leute haben werden. Jocki, können wir wetten. Ich sag, jemand wird toppen. 100%. 2 Millionen. Vor allem, wenn jemand einen Tag vorher... 2 Millionen. Ja, vor jemand spielt eine Woche schon vorher, macht Duck. Digga, die Leute werden gucken. Alle werden gucken. Okay. Alle. 5 Millionen. Ja, okay. Mensch. Du wirst sehen. Digga, ein großer Streamer muss das einfach ein paar Tage vor einnahmen. Digga, die werden durchdrehen. Die werden Rekorde bringen. Du wirst sehen. Ich werde auch gucken. Du wirst auch gucken. Nein. Digga, dein Vater wird gucken. Jeder wird gucken. Guck was labert der Junge? Ich guck nicht. Natürlich. Interessiert mich nicht. Der, du hast also in GTA ist, wer Story spielt, cooler. Wo spielt keine Story? Sei euch ehrlich. Digga, du bist auch ein kleiner Junge. Du bist noch klein! Ich du bist noch klein, you're a little boy! Glaub online, mir! Online-Spiele! Du bist noch ein kleiner Junge, Alter! Es geht zu länger, es geht! Es wird auf jeden Fall geisteskrank! Wartet ab, Digga! Hype wird unnormal, Alter! Es wird ein geisteskranker Hype, Digga! Geht ja nur um die Story, ja? Deswegen interessiert mich das! Es geht nicht nur um die Story, GTA ist ja nicht nur Story! GTA ist ja auch irgendwann online! Ja, online! Die Leute werden auch so RP und so draus machen! RP ist krass! Ja, das wird auch alles kommen, aber Digga! Das braucht halt noch seine Zeit! Alles andere Schmutz, wird, muss man sagen! Nein, ist nicht Schmutz! Du bist online Schmutz! Online-Müll! Du bist Schmutz! GTA Online nee, ist Müll! Ist hier Müll. Warum spielst du nicht? Weil lass mal GTA 5 online! Ich schwöre, ich hab GTA 5 online viel gespielt! Das laberst du! Du bist immer Level 100! Digga, und was wollen wir wetten? Lass wetten! Ja und, das Spiel gibt's 9 Jahre! Level 100 ist nix! Du bist immer Level 300! Mann, das ist echt noch ein kleiner Junge. Digga! Das ist das Problem bei diesem Jungen. Der hat schon wieder keine Ahnung von Tun und Blasen, obwohl von Blasen schon. Also RP ist krass, ja, RP ist krass. Mann, ich steht echt ein kleiner Junge, Digga. In Zahlen wird das Fortnite nicht toppen. Doch. Schade, dass man Fortnite nicht sehen kann, wie viel die verkauft Digga, haben. Digga, Fortnite ist krass. Abend. Jeder im Online-Lobby ist ein Crack, jeder schwitzt. Ja, jetzt ist eh vorbei, Bruder. Jetzt kümmern sie sich auch gar nicht mehr um die Lobbys und so. Aber GTA 6, Bro, das wird nochmal eine andere Ära werden, ne? Das wird eine andere Ära, Digga. Und diese Ära wird ja auch lange halten, so. Das ist ja, Bruder, GTA ist ja nicht ein Spiel, das spielst du einen Monat und das ist vorbei, Digga. Das spielst du über Jahre, so. Ich hab nicht ein Jahr gespielt. Du, Digga, du, wer ja, bist wer, du? Wer redest du? Wer bist da du? Da spielst du über Jahre. Ja, du nicht. Du bist auch kein Zocker. Doch. Nein, du hast nichts damit zu tun. Nichts, gar nichts. Ich bin ein richtiger Zocker. Ich hab keine Ahnung, Digga. Muss ich sagen, aber ich spiele kein GTA. What's up? Was geht ab, Bruce? Muss ein Zocker GTA spielen? Ja, safe. Also musst du auch schnell zulutschen. Nee. Was laberst du? Ja, also. Aber jemand, Digga, der gerne zockt, Digga. GTA ist ein Spiel, das kannst du nicht haten. Keiner hatet GTA. Man muss außer haten. Du vielleicht. Hab ich doch nicht gehatet. Digga, du bist Hater.